Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von unserem Mystery Crochet Along. Wir häkeln unsere Decke und zwar sieht das bei mir jetzt so aus, dass mein Knäuel schon so ist. Also da geht nicht mehr viel. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Reihen mit euch zusammen schaffen. Aber so im Großen und Ganzen geht da nicht mehr viel. Ich hatte ja in der letzten Folge schon gesagt, dass ihr auch gerne schon die anderen Muster wiederholen könnt, wie ihr möchtet. Weil ihr wisst ja, es ist ein Endlosmuster. Es wird keine so wirkliche Abschlussreihe geben. Das Einzige, was ich für mich machen werde, ich werde wahrscheinlich mit versuchen, mit eine links, eine rechts zu enden. Klar, ein vorderes und hinteres Relief-Stäbchen zu enden. Aber dieses Muster mit diesen Doppelstäbchen ist ja noch nicht ganz fertig. Und zwar geht das nämlich jetzt, dass wir nämlich quasi das Muster häkeln, womit ich enden würde, mit den vorderen und hinteren Relief-Stäbchen im Wechsel. Und zwar nur einmal, also einmal nach vorne. Und einmal nach hinten. Vorne. Und nach hinten. Und das wäre auch schon so der Mustersatz, der jetzt so folgen würde. Ihr würdet nächstes Mal wieder die doppelten Stäbchen wiederholen. Und wieder die Relief-Stäbchenreihe. Also ich gucke mal, wie weit ich nächste Woche komme. Weil ich würde schon gerne mit der Relief-Stäbchen-Reihe enden. Ich bin sehr gespannt. Ich meine, diese Doppelstäbchen-Reihe, die hat natürlich auch Garn gefressen, weil das ist ja gefühlt, sind das ja zwei Reihen, die wir da gehäkelt haben. Ja, und jetzt machen wir hier fleißig eine vordere und eine hintere. Ihr könnt mir wie immer ein bisschen zuschauen. Ich mache wieder ein bisschen Musik und dann könnt ihr da ein bisschen lauschen. Ja. Und gucken, wie ich vorankomme.
So, ihr Lieben, das machen wir wirklich wieder von Ecke zu Ecke. In den Ecken arbeiten wir wieder zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen und dann wieder bis zum Schluss rundherum, bis wir uns nächste Woche zu einem neuen Video wiedersehen. Ich bin mal gespannt, ob ich dann das Knäuel von Niki, Häkeln mit Niki noch habe oder ob ich schon ein Ersatzknäuel greifen musste, weil ich ja doch noch ein bisschen Stücke weitermachen möchte. Ich möchte schon. Doch, wir können ja nach einem halben Jahr hier nicht schon fertig sein, das seht ihr nicht. Also, naja, wir haben am Anfang relativ viel Gas gegeben, ne? Das muss man schon sagen. Wir waren am Anfang schnell, zu schnell. Und ich hätte es schon viel, viel eher runterkurbeln sollen. Ja. Ich habe schon einen Plan für nächstes Jahr. Nächstes Jahr machen wir das ganz anders. Da starten wir zwar auch zügig, aber wir kurbeln es relativ schnell runter. Ja. Und nächstes Jahr machen wir wieder eine quadratische Decke, weil dann kann man auch wieder jederzeit aufhören und Zwischenzählen wärmer draus machen. Zum Beispiel. Ja, ihr Lieben, ansonsten, ihr wisst, wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns einen Kommentar und ein Däumchen da lasst. Ihr könnt aber auch ein kostenloses Abo da lassen, da freuen wir uns auch riesig. Und wir nähern uns damit dann auch wieder ein Gewinnspiel. Ihr wisst, immer bei vollen Zahlen gibt es bei mir ein Gewinnspiel. Also sprich, jetzt alle vollen Tausender gibt es ein Gewinnspiel. Gut. Na gut. Ich würde dann sagen, wir beenden das Video an dieser Stelle. Wir haben, glaube ich, genug zusammen geschillt. Jeder macht seine Runde und wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem neuen Video und zu einer neuen Runde. Wie gesagt, theoretisch ist die Doppelstäbchenreihe dran und eventuell mache ich die sogar noch einmal, aber wir werden sehen. Genau. Also bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.